Ich nehme wahr, dass die Gesellschaft streitlustiger geworden ist, aber sie ist auch individueller geworden. Man versucht, seine individuellen Interessen irgendwie durchzusetzen. Und diese Veränderung nehme ich auch in der Schule wahr. Denn die individuellen Bedürfnisse eines Schülers nehmen in der Schule jetzt einen viel höheren Stellenwert ein, als das vielleicht vor 10 oder 20 Jahren noch so war. Das stellt natürlich enorme Herausforderungen an Schule und an den Unterricht, an die Lehrer, an die Schüler und an sich an Komplex Schule. Und dem zu begegnen, ist die Herausforderung und der versuche ich mich in irgendeiner Art und Weise zu stellen und das mache ich, indem ich mich weiterbilde und indem ich anfange, Aufgaben und Schule neu zu denken und anders zu denken, so dass ich diese individuellen Bedürfnisse irgendwie in meinen Unterricht integrieren kann. Das ist nicht einfach und ich scheitere auch regelmäßig daran, aber das ist ja auch ein Lernprozess. Das Hauptaugenmerk für mich liegt darin, dass man lösungsorientiert arbeitet. Das heißt, nicht nur die Probleme sieht, sondern eben die Lösungen fokussiert. Und das ist auch etwas, was ich mir für die Zukunft wünsche. Ich wünsche mir, dass wir weniger miteinander streiten und auch bösartig miteinander streiten, sondern mehr die Lösungen fokussieren und Lösungsvorschläge machen, egal wie banal sie manchmal sein mögen oder wie unwahrscheinlich sie sind, aber dass man keine Angst haben muss, diese Lösungen einfach vorzuschlagen und sie dann irgendwie versucht weiterzudenken.